Bausparen lohnt nicht mehr. Warum du diesen Denkfehler vermeiden solltest, beleuchten wir nun im Video. Um die Aussage, Bausparen lohnt sich nicht, überhaupt nachvollziehen zu können, musst du Folgendes berücksichtigen. Aus meiner Erfahrung stammt dieser Gedankenfehler aus unserer Großelterngeneration, aus unserer Elterngeneration. Diese haben damals auf ihr Vertragsguthaben eine Verzinsung bekommen von 4, 5 oder 6%. Wenn du heute schaust, die Verzinsung für das Sparguthaben in einem Bausparvertrag liegt bei 0,1 bis 0,2%. Und jetzt kannst du greifen, woher das Fazit kommt, Bausparen lohnt sich nicht. Genau an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, Dinge zu hinterfragen, um Denkfehler zu vermeiden. Denn bei einem Bausparvertrag geht es gar nicht darum, eine maximale Guthabensverzinsung zu bekommen, sondern es geht um genau das Gegenteil. Es geht darum, dir einen möglichst günstigen Darlehenszins in die Zukunft zu sichern. Zuerst schauen wir uns aber einmal gemeinsam an, wie das Thema Bausparen überhaupt funktioniert. Ein Bausparvertrag ist in zwei Phasen unterteilt. Einmal die sogenannte Ansparphase und die sogenannte Darlehensphase. Dazwischen liegt die Zuteilung. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns jetzt an einem konkreten Beispiel an. Mal angenommen, du hast einen 10.000 Euro Bausparvertrag und die Zuteilung liegt bei 30%. Das bedeutet, du musst 30% der Bausparsumme selber ansparen, um dann in den Genuss des Darlehens zu kommen. In unserem Beispiel wären das 3.000 Euro und du bekommst dann ein Darlehen in Höhe von 7.000 Euro und ausgezahlt eben die Bausparsumme 10.000 Euro. Das Darlehen zahlst du dann wie jedes andere auch jeden Monat wieder zurück. Ganz wichtig an der Stelle, die Bedingungen und der Zinssatz für dieses Darlehen stehen schon heute fest und sind für dich in die Zukunft gesichert. Unterstreichend an der Stelle das Wort Zukunft, denn da lauert schon der zweite Gedankenfehler. Wenn du heute eine Immobilie finanzierst, dann würdest du wahrscheinlich ein klassisches Bankdarlehen nehmen, weil die Bedingungen richtig, richtig super sind. Die Frage ist nur, was passiert in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, wenn die Zinsbindung bei diesem Vertrag ausläuft? Ein Blick in die Vergangenheit hilft da, glaube ich, weiter. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren haben unsere Eltern, die Elterngeneration, zum Teil zweistellige Zinsen bezahlt. Und das ist natürlich etwas, was in Zukunft genauso wieder passieren kann. Aus diesem Grund ist es ganz, ganz sinnhaft, antizyklisch zu handeln, sich heute mit dem Thema Bausparen auseinanderzusetzen und in Zukunft von Zinssicherheit zu profitieren. Ob und in welcher Höhe ein Bausparvertrag für dich, deine Ziele und Wünsche sinnvoll ist, welcher Tarif zu dir passt und wie hoch eine monatliche Besparung sein muss, das sind Dinge, die eine gute Beraterin, ein guter Berater mit dir im persönlichen Gespräch klärt. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Wenn du offen bist für weitere Impulse rund um das Thema Finanzen, folge mir auf Facebook und lass diesem Kanal hier ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.